Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Waren es in Band 1 drei Joker, sind es jetzt nur noch zwei? Oder vielleicht doch nicht? Sind es vielleicht doch drei? Tja, auf die Frage und mehr gehen wir gleich nach dem Intro drauf ein. Viel Spaß! Die drei Joker, Band Nummer 2. Ja, der ist jetzt gerade ganz neu bei Panini erschienen, wieder unter dem DC Black Label, wie auch schon Band Nummer 1. Und hier wird uns die Geschichte von den drei Jokern weiter erzählt. Ja, ist in diesem relativ dünnen Hardcover wieder rausgekommen. Band Nummer 2 von drei geplanten. Das Ganze ist von Geoff Jones als Autor geschrieben und von Jason Fabok als Zeichner dann eben auf Papier gebracht worden. Und erzählt das Mysterium der drei Joker, die wohl existieren, weiter. Ich gehe mal kurz auf die Story von Band 1 drauf ein. Wir haben Batman und Batgirl gehabt, die versucht haben, verschiedenste Mordfälle aufzuklären, wo wohl dreimal der Joker mit involviert war. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es nicht dreimal die gleiche Person war, sondern drei verschiedene Joker. Und wir haben hier Jason Todd, der in der Rolle des Red Hood eben auch versucht, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Er wurde ja vor Jahren vom Joker malträtiert, getötet. Und er möchte sich das halt einfach so nicht mehr gefallen lassen. Und so kommt es zum Ende in Band 1 soweit, dass wir einen dieser Joker gefangen haben, also dass Batman, Batgirl und Red Hood eben einen der dreien in Gewahrsam nehmen konnten und Red Hood diesen dann aber zum Ende hin tötet. Was für Batgirl total schockierend war und wir sehen jetzt in Band 2 eben, wie Jason versucht weiter die anderen Joker eben zu finden, Batman und Batgirl halt eben auch, und wie sie eben auch versuchen, dem Ganzen zuvorzukommen, damit Jason nicht weiter in diese Abwärtsspirale reingerät. Und ob das ihnen gelingt oder nicht, das müsst ihr dann hier selber drinnen nachlesen. Nach wie vor sehr, sehr interessante Story. Ich finde es sehr spannend gemacht, auch sehr abgedreht. Diese Geschichte mit den drei Jokern ist nach wie vor auch noch sehr faszinierend. Die Zeichnungen sind das eigentliche Highlight, finde ich. Also wenn man einfach mal hier so reinschaut, vom Zeichenstil her, ist das Ganze wirklich wunderschön von Jason Fabok hier gezeichnet worden. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was zeigen kann. Ja, hier so die. Man kann wunderbar auch hier die Abgedrehtheit des Jokers so wahrnehmen. Also zeichnerisch ist das Ganze auf einem wirklich super, super klasse Niveau. Und die Reihe gefällt mir bisher extrem gut. Ich freue mich auf Band 3, wie das Ganze dann so zu Ende gebracht wird. Ich hoffe vernünftig, nicht, dass uns hier ein Ende präsentiert wird, wo man so sagt, so, viele kennen das ja schon, weil das Ding im Englischen ja schon etwas länger raus ist. Aber ich bin da Gott sei Dank bisher noch spoilerfrei durch die Welt gekommen und freue mich dann auf Band 3. Und mal schauen, wie sich das Ganze dann zum Finale hin entwickelt. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, wie steht ihr aktuell zu dieser Die drei Joker-Reihe? Ist die für euch Kanon oder halt nicht? Weil da halten sich ja auch so gewisse Meinungen in Waage. Die einen sagen so, hey, ja, das gehört offiziell mit rein. Die anderen sagen, nee, wirkt eigentlich so nicht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Auch wie ihr zu den Zeichnungen oder sowas steht, wie euch der ganze Stil so gefällt, ob ihr eher glücklich seid mit diesem Albumformat oder das Ganze lieber in so einer Art Softcover Trade Paperback eben hättet haben wollen. Vielleicht kommt das ja auch noch, wer weiß. Freue mich auf eure Kommentare, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Reinschauen, wünsche euch viel Spaß beim Comic lesen und macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Ingo, ciao.